Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Lautschmer und ich begrüße euch wieder bei The Witcher Wild Hunt, der dritte Teil, genau. Und wir waren ja gerade in Ochsenfurt bei der lieben Tamara. Und jetzt könnten wir natürlich uns entscheiden, ob wir mit dem Baron über Tamara sprechen, dass wir sie gefunden haben und mit ihr geredet haben, aber sie will ja gar nicht mehr zu ihrem Vater zurück. Oder wir untersuchen alle verbleibenden Spuren in Velen und finden die Frau des Barons. Ich würde fast sagen, wir machen das andere. So, da gehen wir aber erstmal nochmal in den Questlog. So, und dann machen wir das. Genau, so, zack. Sollen wir mal schauen. Ich hatte hier ein Boot, das war zwar leicht lediert, aber es ist immer noch ganz gut. So, hüpf mal rein, lieber Witcher. So, zack. Und dann setz dich mal hin. Und dann fahren wir mal wieder ein Stückchen zurück. So, wir waren eigentlich noch mal wenden. Ach ja, hier. So, zack. So. Jetzt gehen wir wieder Vollgas. Ich hoffe, wir gehen nicht unter. Wir hatten ja in der letzten Folge unser Boot direkt mal schön angesetzt an das Ufer. So macht man es natürlich nicht, aber naja. Egal. Okay, hier ist auch noch irgendwas unter uns. Keine Ahnung. Das soll uns jetzt aber mal nicht stören. Jetzt betreten wir erstmal wieder demnächst Festland. Aber wir fahren noch ein bisschen mit dem Boot. Das ist eigentlich auch mal ganz gediegen. Kann man auch mal machen. Muss nicht immer nur mit dem Pferd unterwegs sein. Hier haben wir da wieder Ertrunkene an der Seite. Lassen wir aber mal liegen. Ah, können wir auch ein bisschen was genießen, wenn man nicht mehr gleich gejagt. Auf Wasser ist doch dann doch ein bisschen sicherer. Da vorne am Ufer steht unser Pferd. Okay. Hat das was zu heißen? Keine Ahnung. Wir setzen erstmal wieder an mit unserem Boot. So, wunderbar, so wird es jetzt gemacht. Das haben wir jetzt richtig schön hier abgesetzt. So, und wir hüpfen wieder auf unser Pferdchen und reiten dem Pfeil entgegen, der uns zeigt, wo wir hin müssen. Aber wir kriegen keine Meteranzahl angezeigt. Das macht mich noch ein bisschen stutzig. Ne? Das hängen wir da am Baum so blöd fest. Ich hoffe, dass wir irgendwo jetzt mal einen Wegführer haben. Also ich würde gerne mal wissen, aktuellen Standort suchen. Wo? Nee, Quatsch, denn da wissen wir ja, wo er ist. Wir reiten erstmal hier hin, genau. So. Los, lauf! Genau, wir reiten jetzt erstmal hier hin zu diesem. Ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Heute, ne? Alter! Komm schon! Überall sind irgendwelche Sackgassen. Ja, nee, erstmal wieder da zu dem Wegführer. Dass wir irgendwie genau mal einen Standpunkt haben, wo wir hin müssen. Ich hoffe natürlich, das wird uns irgendwie angezeigt. So, die lassen wir mal links liegen. Reiten mal geschwind weiter. Ja, ja, da ist er ja, da ist er ja. So, halt, brr, absteigen. So, schauen wir doch mal. Schnellreisen zum aktuellen Ziel. Ach, sehr gut. Siehst du? Da wollte ich hin. Aber das ist doch wieder. Ja, egal. Ja, da gehen wir hin nach Grenfels. Aber das ist doch wieder beim Baron. Wir wollten doch eigentlich hier noch weiter untersuchen, wo die Frau ist. Aber egal. Egal, erstmal wieder nach Grenfels. Und dann schauen wir mal, was wir hier weitermachen können. Wo ist denn unser Gaul? Der ist doch auch bestimmt wieder irgendwo
um die Ecke. Da ist er ja. Wir kommen ihm ein Stückchen entgegen. So, komm mal her, Pferdchen. So. Komm her. Komm schon, Plätze. So. Alright. Dann reiten wir mal wieder geschwind in die Festung des Barons. Ich glaube, wir müssen eh wieder darum. Mein Mann hat doch einen tollen Posten. Ja. Und dann bin ich echt mal gespannt, wie diese Quest jetzt weitergeht, weil ich wüsste natürlich auch gern, wo die Mutter abgeblieben ist. Man hat ja mitbekommen, dass sie irgendwie von einem Monster verschleppt wurde und das ist ja schon ziemlich mysteriös. So, okay, dann müssen wir wieder hier rein. So. Und dann eventuell muss ich jetzt doch wieder mit dem Baron labern. Ja, anscheinend. Ja, egal. Egal, wenn wir schon mal hier sind, labern wir auch mit dem. Ich höre. Womit kommst du zu mir? So, spielen wir Quint? Wir könnten eigentlich auch mal machen, ne? Ich habe ihr die Puppe gegeben. Hast du von den Hexen in der Nähe gehört? Haben wir das nicht alles schon abgehandelt? Ich weiß es ja nicht mehr. Ich habe ihr die Puppe gegeben, genau. Ich habe Tamara dein Geschenk gegeben. Wie hat sie reagiert? Wohl nicht wunschgemäß. Sie hat die Puppe weggeworfen. Weggeworfen? Götter. Ich dachte, trotz allem... Oh. Was ist mit Anna? Da weiß ich noch nichts Genaues, aber ich bin ihr auf der Spur. Was hältst du dann, Maulaffenpfeil? Finde sie. Ach, wie freundlich. Komm, aber wir könnten eigentlich noch eine Partie Quint spielen. Schon mal Quint gespielt? Oh ja, ich gewinne auch noch meistens. Setz dich, wenn du ein Blatt hast. Besiege mich und du kriegst eine meiner einzigartigen Karten. Wie klingt das? Gut, gut, gut. Kann losgehen. So, und schauen wir mal. Was haben wir da Schönes? Ich glaube, ich bleibe aber beim Königreich. Den nehmen wir noch dazu. Ja, aber wir fangen mal damit an. Und schauen mal, ob wir gegen den Baron eine Chance haben, eine reelle. So, das hauen wir mal raus. Davon haben wir eigentlich auch genug. Wollen wir aber. Wenn, dann geht der. Okay. Dann schauen wir mal. Okay, der ein Gegner ist am Zug. Okay, der haut den raus. Hauen wir auch den gleichen raus. Zack. Wie geht er weiter vor? Okay, er hat noch einer von denen. Aha, aha, okay, alles klar. Wir haben da aber auch jemand Gutes. Zack. So. Okay, er hat einen Spion. Jetzt kriegt er, glaube ich, wieder eine Karte dazu. Ja, dem ist auch so. Aber wir haben auch einen Spion. Hahaha. So, den setzen wir auch ein. So, jetzt haben wir wieder genau die gleichen Karten. So, er hat noch einen Spion. Ist ja der Wahnsinn. Okay, jetzt hat er 10 Karten, macht aber nichts. So, wir hauen noch den hier raus. Zack. Jetzt sind wir noch in der Führung mit 12 zu 9. Hey, wie viele Spione hatten der noch? Was geht denn ab? Wir sind eigentlich in Führung. Und er hat 11 Karten. Ich passe jetzt einfach mal. Klar, dass er jetzt noch eins draufsetzt. Ja, jetzt kommt das. Okay. Die Runde hat er gewonnen. Aber dafür hat er auch 2 Karten drauflegen müssen. Das ist schon in Ordnung. Gut, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. So. Mein Gegner hat wieder gepasst. Okay, er lässt uns den Vortritt. Wir nehmen den hier mal.
So. Okay, er musste ja im Prinzip nicht. Jetzt konnte er passen. Jetzt hat er auch wieder immer noch 10 Karten. Jetzt kriegen wir noch einen dazu. Ja, das könnte eng werden jetzt für die letzte Runde. Schauen wir mal. So, wir fangen mal wieder mit dem hier an. Mal schauen, was für eine Karte er kommt. Okay. So, ich will die hier eigentlich noch nicht raushauen. Dann nehmen wir mal die gute Tess, glaube ich, oder wie sie heißt. Ich weiß jetzt gar nicht. Ah, okay. Ja, auch nicht schlecht. Auch nicht verkehrt. So, dann machen wir den hier mal. Zack. Ah, er hat bestimmt noch sehr gute Karten. Er hat ein gutes Blatt. Ist nicht verkehrt. So, okay, das war gut. Das hat uns nicht geschwächt, aber ihn. Sehr gut. Oh, die Karte ist... Ah, die ist verdammt schmerzhaft. Dann hauen wir den hier raus. Zack. Jetzt wird's eng. Jetzt wird's verdammt eng. So viele gute Karten haben wir nicht. So, wir haben hier noch den Nebel, aber das könnte uns selbst schaden. Ich weiß es nicht. Ja, schadet uns auch noch. Puh. Was kann er noch so raushauen? Das ist die entscheidende Frage. Oh, verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Oh, Mann. Okay. Kommen wir mit der hier und dann... Haha, haha, haha. Okay, dann könnten wir eigentlich noch ihn hier einsetzen. Den Sigismund Extra. Da kriegen wir nämlich auch wieder Karten. Nicht die beste, aber naja. Boah, ich glaube aber trotzdem, dass wir das verlieren. So, wir setzen trotzdem mal den König ein. So. Der sollte eigentlich für gutes Wetter sorgen, aber irgendwie hat er gar nichts gemacht. Ja, klasse Sache. Egal, zack. Wow. Ja, das wird, glaube ich, nichts. Ach, was ein Käse. Das verlieren wir. Gegner hat gepasst. Okay, ja, egal. Aber selbst wenn ich jetzt das noch einsetze, das macht nicht mehr viel aus. Schade. Okay, haben wir verloren. Mein Gott. Shit happens. Bei dir sind Topfen und Malz zwar nicht ganz verloren, aber du musst an deiner Technik arbeiten. Komm doch mal wieder vorbei, dann spielen wir noch ein Ründchen. Ja, eventuell. Mal schauen. So, aber alle verbleibenden Spuren hier in Wählen und finden die Frau des Barons. Das ist halt auch wieder eine gute Aussage, ne? Weil hier wird uns eigentlich ja gar nichts mehr angezeigt. So, dann gehen wir doch direkt mal wieder in den Questlog. Was machen wir dann? Herrin des Waldes? Ja, liest die her. Ja, machen wir das. Gehen wir dem nach. Oh, da wird uns auch nichts angezeigt. Was ist denn hier los? Ach, liest die Herrin des Waldes. Moment, dann haben wir das eigentlich auch schon in unserem Questbereich. So, das dann hier. Ja, genau. Liest die Herrin des Waldes. Das lesen wir natürlich jetzt nicht alles. Zack. Okay, jetzt haben wir es gelesen. Finde die Mumen im Buckelsumpf. Alles klar, das ist nochmal eine Ansage jetzt hier. Ich bitte euch, komm schon, Plätze. So. Dann müssen wir wieder hier durch. Dann begeben wir uns mal zu den Mumen. Da könnten wir ja auch eventuell, soweit ich mal was mitbekommen habe, auch vielleicht einen Anhaltspunkt bekommen, wo die Frau des Barons ist. Man weiß es nicht. Eventuell, ne? So.
Aber, dass wir uns nicht wieder weiter aufhalten. Hier ist wieder so ein Schnellreisepunkt. Gehen wir doch direkt mal hin. Zack. Jo, da ist das Ganze. Und wo haben wir denn hier wieder ein Wegweiser? Da ist keiner in der Nähe. Da ist keiner in der Nähe. Das gibt's doch ja nicht. Das gibt's doch jetzt ja nicht. Ey, da wirst du doch noch bekloppt in der Birne. Wo ist denn? Da ist kein Wegpunkt in der Nähe. Hä? Just kidding, oder was? Was? Kann doch nicht sein, dass ich... Nee, komm. Mach mal. Okay. Naja. Da könnten wir eigentlich auch hinreiten, ne? Ja, dann ist es eh wurscht. Dann ist es eh wurscht. Also, da ist ja eh keiner in der Nähe, dann können wir auch hinreiten. So. Okay. Reiten wir mal in den Buckelsumpf, wie sich das da gehört. Irgendeiner hat uns doch da einen Tipp gegeben. Das war die gute Kaira. Die Kaira hat doch gesagt, wir sollen da irgendwie in den Buckelsumpf. Da. Na, da ist wieder. Mussten wir wieder das über. Da ist wieder Wasser. Wir wieder schwimmen, ne? Ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig. Naja, erstmal vorerst nicht. Wir gehen erstmal nur ans andere Ufer. Und dann schauen wir, dass wir da mal weiterkommen. War das ein Boot? Nee. Da ist ein Boot. Da ist ein Boot. Das können wir nehmen. Also ich denke mal, wir müssen wieder auf die andere Seite da. Um da hinzukommen. Das ist ein bisschen schwierig dann mit dem Pferd dahin zu kommen. So. Na. Da hüpft er. Der Hüpfer. Der junge Hüpfer hier. So, setz ich mal hin, Geralt. Hinsetzen. So, und jetzt gehen wir wieder Vollgas. Wie vorhin, wie schon im letzten Video. Alter. Also hier ablegen ist immer so eine Sache. So, aber jetzt, oder? Jetzt gehen wir. So. Jetzt gib doch mal Gas. Hallo. So. Das sieht doch schon ganz passabel aus. Das sieht doch schon ganz passabel aus. So. Okay. Wir müssen immer noch in die Richtung. Dann kommen wir, glaube ich, gut hin, ja. Ja. Können wir da durch? Sitzen wir da auch nicht auf? Ha. Ja. 1A. 1A haben wir das gemacht. So, aber, hier haben wir jetzt voll aufgesetzt. Heieiei. Geht's hier noch weiter? Kommen wir hier noch durch? Müssten noch ein Stück. Noch ein Stück ist es noch. Na komm schon. Na. Bisschen dran rütteln und dann geht schon irgendwie weiter. So. Nee. Das Boot hat die Kränk irgendwie. Keine Ahnung. So. Weiter geht's. Mal schauen, wir sind doch glaube ich schon gleich da. Irgendwie habe ich so ein Gefühl, da. Was ist denn das? Oh. Ach du Scheiße. Was hat denn das für ein Level? Hä? 77? Nee, falsch gar. Nee, Fragezeichen. Ein Pad? Ein was? Ein Pad? Genius. Oder Gerius. Oder was auch immer. Was ist denn der hier? Keine Ahnung. Kann uns jetzt auch mal am allerwertesten vorbeigehen. So. Ich dachte, wir wären gleich da, deswegen muss ich jetzt die ganze Zeit glauben. Sieht nach Regen aus. Ja, es regnet die ganze Zeit schon. Aber hast gut festgestellt.
Also wer wird der vorher sagen, brauchen wir nicht unbedingt einen Hexer. So viel steht schon mal fest. So. Wo ist denn der Scheißbuckelsumpf? Der ist bestimmt am Arsch der Welt. Dann brauchen wir doch irgendwie das Pferd. Hat ja keinen Sinn hier. Nee, da vorne ist sogar schon. Ha! Siehst du mal. Was haben wir denn hier? Untersuchen. Aha, folge dem süßen Pfad mit Hilfe deiner Hexersinne. Okay, der süße Pfad, was haben wir denn hier? Ah, da hängt doch was, kann man das untersuchen? Anscheinend nicht, egal, wir müssen einfach nur dem süßen Pfad folgen. Warum der jetzt süß? Ach ja, klar, wegen den süßen Gebäckstücken, die da gehangen haben. Gehangen haben an diesem Schrein. So, jetzt müssten wir eigentlich auch schon bald da sein, oder? Wie ich gesagt habe, ich hatte es doch irgendwie im Gefühl, dass wir gleich da sind, obwohl ich noch nie hier war. So. Aha. Okay. Jetzt passiert was. Ein Hund lief in die Küche und stahl dem Koch den Brei. Da nahm der Koch den Löffel und schlug den Hund entzwei. Darauf ließ er ihn bluten und zog ihm ab das Fell. Und freute sich jetzt endlich, ist Schluss mit dem Gebell. Der Koch ist ein Gemeiner, drum zahlen wir es ihm heim. Wir machen jetzt ein Feuer und kochen ihn zu Leim. Ene mene mu, das Feuer, das machst du. Interessanter Reim. Wir kennen dich nicht. Geh weg! Habt ihr schon mal eine Arschblonde? Eine arschblonde Frau gesehen. Ich suche eine Hexe. Was macht ihr im Sumpf? Ja genau, fragen wir doch das erstmal. Was macht ihr alleine hier draußen? Wir sind nicht alleine. Oma ist doch da. Aber wo seid ihr hergekommen? Wir sind Waisen. Ihr alle? Es ist Krieg, also gibt's Waisen. Wusstest du das nicht? Ja. Ich suche eine Hexe. Ich suche nach den Hexen des Buckelsumpfs. Du siehst selber wie eine Hexe aus. Die Hexen? Im Sumpf? Wir dürfen nicht in den Sumpf. Oma erlaubt's nicht. Als mein Bruder Zemek verschwand, meinte Oma, er hätte sich im Wald verlaufen. Danach hat sie dauernd geweint. Er könnte doch noch wiederkommen. Jetzt können wir fragen, habt ihr hier schon mal eine aschblonde Frau gesehen? So war's. Eine junge Frau hat sich im Sumpf verirrt. Sie hat aschblondes Haar und eine Narbe im Gesicht. Habt ihr so jemanden gesehen? Hier gibt's keine Frauen. Und was bin ich? Du bist keine Frau. Frauen haben Titten. Das stimmt. Als die Armee hier war, habe ich mal einen Alten sagen hören, versteckt die Frauen im Wald. Ihre Titten verwirren die Soldaten. Das quält die armen Jungs. Das hat er gesagt. Okay. Dieses Mädchen ist in Schwierigkeiten. Lebt ihr hier ganz alleine? Ja, komm, fragen wir erstmal das. Ist hier noch jemand außer euch? Wen meinst du? Jemanden, der die Frau gesehen haben könnte. Der sechsäugige Baum vielleicht? Der hat das ganze Jahr geschlafen. Aber Hansi nicht. Was soll das heißen? Was ist das für ein Geplapper? Hier ist der Zutritt verboten. Nur für Kinder nicht. Für meine Kinder. Wer bist du? Mit Schwertern wie ein Bandit. Ich suche jemanden. Bist du eine Hexe? Wer ist Hansi? Du sorgst für die Kinder. Du sorgst hier für die Kinder? Sie sind meine Enkel. Oma ist lieb zu uns. Heute Abend gibt's Suppe mit Schwarte. Ein paar haben sich verlaufen. Sie fehlen mir. Weißt du, wo sie sind? Niemand weiß es. Bist du eine Hexe?
Bist du eine der Sumpfhexen? Ich hörte, dass im Buckelsumpf... Ich eine Hexe? Quatsch. Ich habe keinen Besen, keine Eule und keine Warze. Meine Nase ist hübsch. Schau. Omas Nase ist wirklich hübsch. Oh, du Schätzchen. Kinder sind so süß. Wer ist Hansi? Wer ist Hansi? Hansi fraß ein kleines Kätzchen und dann kackte er 4 Tätzchen. Hüte deine Zunge! Die Kinder erzählen vielleicht Geschichten. Ich suche jemanden. Ich rede nur mit den Kindern. Hab sie nach einer jungen Frau gefragt. Ich war ein hübsches Mädchen mit einem langen Zopf. Hat meine Mutter geflochten. Ich hatte Kleider mit Blumen drauf. Vielleicht hast du sie gesehen. Jung, aschblondes Haar. Deine Verlobte? Meine Tochter. Tochter. Meine lieben kleinen Töchter. Wo sind sie jetzt? Sind sie vielleicht verletzt? Rede. Jetzt reicht's mir aber. Meine Frage war ganz einfach. Hast du die Frau gesehen oder nicht? Keine Angst, Kinder. Alles in Ordnung, Oma. Er ist nur wütend, weil er sich Sorgen macht. Vielleicht weiß Hansi ja was. Ich bringe ihn zu Hansi, bevor er fuchsig wird. Du hast dir Hansi nur ausgedacht. Und du sollst keine solchen Worte benutzen. Ab zur Hütte, sofort. Du stellst dich in die Ecke, dafür werde ich sorgen. Und du verschreckst mir nicht länger die Kleinen. Verschwinde, sofort. Jetzt haut's ab, die Alte. Oma, Charaktereintrag hinzugefügt, okay. Yo, okay, das ist alles ein bisschen komisch hier. Ein Waisenheim mitten im Sumpf. Ich weiß nicht, und die Alte ist mir auch noch nicht ganz geheuer. Naja, aber dem Ganzen gehen wir in der nächsten Episode natürlich ein bisschen näher nach. Und, ja, wenn man das so sagen kann. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen da oder schreibt was in die Kommentare. Oder macht beides, wenn es euch gefallen hat. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Lautschmerz. Ciao, ciao, bye, bye.